So, wie gesagt, das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Da holen wir uns jetzt die ganzen Utensilien für das Ulumulum. So, gucken wir mal, ob die Armbrust Schaden macht. Aber hallo. Also die Armbrust ist immer das beste Ding im Spiel. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Da ist, da läuft einer quer durch die ganzen Sumpfeier durch. A, wer ist das? Und B, was hat der vor? Bewegliche Ziele sind nicht so mein Ding. Das habe ich gerade eingesteckt, sag mal. So, hier ist noch ein Sumpf, Hai. Ich habe auch keine Ahnung, wie viel wir brauchen. Ob wir nur eins von jeder Sorte brauchen. Ja, dann hätten wir es ja jetzt auch schon zusammen. Ne, so ist nicht. Wo ist Lester? Das ist natürlich die Frage. Krass, wie viel Schaden wir jetzt machen, ey. Davor waren wir noch über die Lutscher und jetzt. Jetzt geht's auf jeden Fall in die richtige Richtung. So, Sumpfeier. Wenn ich einen angreife, kommt der zweite auch. Nö. Oh, jetzt können wir uns da mal treffen. Ich mach keine Fremdtreffer. Ich glaube, ich tue ihm weh. Ich bin mir nicht ganz sicher. Sumpfhai-Salat. Die ganzen Heilkräuter nehmen wir jetzt mal nicht mit. Einfache Logik, wir brauchen sie nicht mehr. Iberion ist schon tot. Das war sowieso ein totaler Blödsinn, ne? Dass wir dem erst geholfen haben, quasi, dass er nicht. Oder dass wir ihm erst sozusagen diese scheiß Heilkräuter hier geholt haben. Das ist auch nichts mehr, okay. Dann ab geht's, die letzten Sumpfhai platt machen. Das ist ja auch nur Additional, ne? Also von wegen, das brauchen wir jetzt nicht. Wahrscheinlich brauchen wir nicht mehr als einen. Guck mal, hier gar keinen Schaden. Oh, jetzt kommt der Volltreffer rein. Wir haben gar keinen Schaden von den Sumpfhaien bekommen. Ich kann gar nichts dazu sagen. Naja, man muss ja auch nicht, aber. Schon echt ein
Halbe Kaffeefahrt hier, ey. Ja, also ich dauert echt, bis der mal die Waffe wechselt. Das ist der Hammer. Zeitlupentennis, ey. So. Wir waren noch gerade fliegen. Hey, wo seid ihr hin? Kommen du her. Kommen du wieder her. Ja, jetzt. Ah, die verlassen, die wechseln manchmal die Insel. Kurz mal stehen geblieben und schon machen wir ihnen den Gas. So, einer war noch da. Können wir auch mal die Hütte untersuchen. Weiß, wer hier in der Hütte lebt, also ich sag mal so, raus, viel rauskommen tut er nicht. Aber was will er auch machen? Ich meine, er ist wahrscheinlich einmal reingerannt und hat dann Schiss, dass er nicht wieder... Skratt! Was machst du denn hier, Junge? Was machst du denn hier? Vor allem, warum hast du Habe zwei Betten? Ich dir erlaubt, mich anzusprechen? War nur ein Witz. Diese verdammten Spinner gehen mir gehörig auf den Sack. Deswegen bin ich hier. Sprich mich nicht an! Bitte den Schläfer um Vergebung. Deine Mission ist von äußerster Dringlichkeit. Das hält man ja im Kopf nicht aus. Kein Wunder, dass die hier alle Gaga sind. Ich bin Shred, Novize ersten Ranges. Und das werde ich auch bleiben. Achso, tun wir mal kurz. Ich will der Bruderschaft beitreten. Kannst du mir helfen? Du willst bei dem Laden hier mitmachen? Ich überlege gerade, wie ich hier wegkomme. Wir könnten ein bisschen durch die Kolonie ziehen, ein paar Einfallspinsel ausplündern, ein bisschen Erz sammeln. Was denkst du? Langsam, langsam, du hast gewonnen. Das denke ich davon. Ganz ehrlich, Alter. Der wollte den Leuten noch nichts Gutes sehen. Mei, Julia. Na. So eine Leute können wir nicht gebrauchen. So. Also ich glaube, das war's. Ich glaube nicht, dass hier noch groß irgendwelche Sumpfeier sind. Wir können uns hier nochmal umgucken. Wie gesagt, ich glaube, das war's. Ja. Cool, jo. So, dann können wir uns nochmal ins Sofla teleportieren. Ich will mal gucken, ob irgendwie... alte Platz von Iberium eingenommen wurde. Also auf Deutsch, ob da oben jetzt Koanga drin sitzt oder nicht. Ob es einfach nur ein toter, verlassener Tempel ist. Obwohl, die Mieze müsste dann da rumspüren, oder? Und die Mieze hat jetzt nichts zu tun, also... Hallöchen, Süße. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Ah, da ist der tote Iberion. Aber was heißt tot? Der ist eigentlich tot. Also jedenfalls hat er noch einen Lebensbalken gehabt. Hier ist Chani. Geh schon, du darfst nicht mit mir reden. Ja, das ist zum Thema Chani. Ja, keine Ahnung, wo Koanga ist. Wahrscheinlich da, wo er immer steht. Die Frage ist, warum soll ich ihn jetzt noch anquatschen? Achso, ja, höchstens für Lester, ne? Ich guck mal kurz, ob Koanga da rumsteht. Das passiert mir nicht nochmal. Das passiert mir nicht nochmal. Das müsste ja dann theoretisch. Ich glaub kaum. Ja, nicht hier. Die haben eigentlich Glück, dass ich die noch nicht umgehauen habe, ey. Ohne Witz. Danach holen wir uns Papa Schattenläufer, glaube ich. Der ist ja am nächsten dran. Danach die Feuerwehrrane. So, da ist er doch. Lass mich mal durch. Der hat ein geiles Schwert. Erwache.
Nee. Gut, Chor, hast du nicht gesehen. Du hilfst mir überhaupt nicht weiter. Achso, ne, ich muss hier runter. Nee. Ah, Papa Schattenläufer, können wir mal einen Schwingkästrank einnehmen, wa? Na ja, noch 11. 11 Stück von den etwas längeren. Wahrscheinlich auch der 1-Minute-Trank gereicht, aber was soll's. So, den Schattenläufer, aber dem kämmen wir mal ordentlich das Fell, und zwar mit unserer schönen Axt. Also wo natürlich Lester sein könnte, das müssen wir natürlich echt überlegen, ob wir da mal hinlaufen. Das können wir natürlich machen, wenn wir sagen, okay, wir laufen hin, weil wir eh die Feuerwarane beim Dingsbums da, beim Zardas Turm platt machen. Dann können wir auch mal zu dieser alten Festung da laufen. Und das kann natürlich sein, dass Lester da immer noch ist. Das ist sogar sehr wahrscheinlich sogar. Sind die ersten Blutfliegen und da ist er auch schon. Guckt euch mal an. Also, das ist natürlich unglaublich bescheuert gelaufen. Warum sind denn da jetzt zwei? Also, der eine wird gespawnt, wird der eine. Wenn man diesen Quest hier annimmt, quasi. Noch irgendjemand, der hier ohne Fahrkarte. Ohne Erlaubnis in meinem Wald. Papa Schattenläufer, komm mal her. So, aber ich habe euch ja versprochen. Das ist doch nicht, Papa Schattenläufer. Gut, Horn haben wir. Dass wir auch mit der Axt einen davon niederstrecken. Was machen wir jetzt? Hat der schon Schaden gemacht, oder? Krass. Okay, wir halten super viel aus. Und machen auch super viel Schaden. So, Papa Schattenläufer gibt's nicht mehr. Oh, ich habe mich gerade daran gewöhnt, dass wir so schnell laufen. Jetzt geht die Armbrust wieder nicht. Die Ladehemmungen oder sowas. Ah, ich will schießen. Sehr guter Schuss. Ah, so, dann müssen wir. Wir laufen in die falsche Richtung. Dann müssen wir laufen in die falsche Richtung. Aber laufen ist das richtige Wort. Sag mal, haben wir nicht mit den Skeletten auch noch irgendwie ein Hühnchen zu rupfen? Da war da so ein Turm daneben mit Skeletten. Skeletinos, Alter. Die müssen wir noch platt machen. Erstmal müssen wir hier lang. Wir müssen eigentlich doch quer durch den Wald durch, oder? Gucken wir mal. Gucken wir mal. So, da oben ist der Turm, genau. Und hier sind die Feuerwarane. Und die machen wir jetzt platt. So. Wir müssen uns natürlich, dürfen uns natürlich nicht treffen lassen. Selbst, glaube ich, mit diesem ortischen Gedöns da. Wird das nicht einfach. Also, wenn das mal nicht super knapp war. Weiß ich doch nicht. Da haben wir die Zunge. Die super tolle Feuerwaran-Zunge. So, eigentlich können wir jetzt schon los und zum Troll. Aber ganz ehrlich, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir auch alle Warane platt. Hier hinten waren nämlich noch ein paar. Wieder drei Stück. Was wir halt machen können ist. Haha, trägt 17B. Ich hoffe, der funktioniert. Oh nein, ich würde jetzt neu anderen. Nein!
Okay, hat funktioniert, alter Schwede. Oh, knapp du. Knapp Putinski war das. Eieieiei. Die Feuerwehrana, das ist immer noch ein Ding, ne? So, hier am Wasser ist nichts. Gibt's hier eigentlich was in dem Boot? Schiff. Entschuldigung. Schiff. Nennen wir es nicht Boot, nennen wir es Schiff. So. Gut, dann würde ich sagen, was haltet ihr davon, den Skeletten nochmal einen Besuch abzustatten? Also ich halte da sehr, sehr viel von. Also wenn wir schon mal da sind, mit neuer Rüstung, neuem Schwert. Wann waren wir hier? Als wir die Golem, als wir hier den Dings hier platt gemacht haben, ne? Ja, sollten wir jetzt eigentlich schon ein bisschen besser drauf sein. So, natürlich erstmal noch den ganzen Sabbel hier runterlaufen. So, wo war das dann? Ich meine, es war hier. Oder links, glaube ich. So, da sind wir auch schon da, oder? Ja. Wenn man weiß, wo und wie. So, Freunde. Ich glaube gar nicht, wie ich mich darauf gefreut habe. Okay, Schaden machen wir trotzdem und ich mache manchmal keinen. Das wird also trotzdem knapp. Was ist so? Diese scheiß Steuerung, Mann! Ich schieb mir jetzt hier ein bisschen was zusammen, Alter. Was haben wir denn da? Ja, jetzt reicht's mir. Ich bin jetzt sauer jetzt hier. So. Boom. Okay. Machen wir an. Machen wir hier. Wollen wir eine Eiswelle machen? Machen wir eine Eiswelle. Kriegen wir. Ach komm, den kriegen wir schon gebacken bestimmt. Den kriegen wir schon gebacken. Damit fing ja so schwule Mist an, Alter. Also. Mana. Wo kann man hier. Drachenwurzel, Alter. Haut da die Drachenwurzel raus. So. Gucken wir uns das mal an. Guck mal, die unterbrechen mich und damit fängt er den Spruch neu an. Deswegen funktioniert das nicht, was ich hier vorhab. Sag dazu nichts. Sag dazu einfach nichts. Oh boah, Alter. Das trinkt man nicht so lange. Nicht so viel Zeit hier, ne? Sind wir ins Bett? Nee, schön. Blödsinn. So, gucken wir mal, ob die Typen was den Eis haben. Ich muss sagen, dieser Eisblock, der macht irgendwie keinen Sinn. Besser aus. Alter Schwede. Ich weiß nicht, ob der Eisbolt das jetzt wirklich gebracht hat. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, wir haben einfach besser einen besseren Ort zum Kämpfen ausgesucht. Besser gekämpft haben wir auch nicht.
Um jetzt mal ehrlich zu sein. Aber immerhin, jetzt sind wir glaube ich über dem Berg. Ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie jetzt hier noch aufgehalten werden, groß. Du komm her, Alter. Magia, mach uns mal bitte noch nicht platt. Ich habe mal Bock, noch ein bisschen Licht hier ins Dunkle zu bringen. Ist hier eigentlich noch was? Stehen. Chromanten, Skelett beschwören und ein Eisfall. Was er nicht sagt. Eigentlich totaler Schwachsinn. Ja, also irgendwie, mir hätten sie mal wieder ein bisschen die Belohnungen wieder ein bisschen höher machen können. Ja, komm, ich lasse hier nicht irgendwo Erz liegen. So, jetzt haben wir hier die beiden Skelettmagier platt gemacht. Den einen haben wir auch schon platt gemacht, den anderen hier. Aha. Und dann metzen die fröhlich weiter. Ich weiß nicht, wann man Schaden macht. Immer kurz nachdem er bei uns Schaden macht, da darf man dann. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Ist ja auch Latte. Das sah gut aus, der Kampf. Hier sind wir hergekommen, ne? Genau. Und hier ist Sagasse. Okay, also geht's hier noch tiefer. Ich weiß ja nicht, wo was hier ist. Jetzt mal ohne Witz. Da jetzt weiter. Da ist Sackgasse. Ist hier vielleicht irgendwas beim Skeletti? Ne, nicht mal Konfetti. So, guck mal. Du Wecker haben wir aber gestellt, ne? Das ist hier irgendwann mal. Ne, siehst du mal einer an. Warum auch einen Wecker stellen, weil ich meine, das ist ja nur so, als ob ich 30 Minuten Folgen machen will. Oh, hier einen Pi mal Daumen Wecker machen wir jetzt. Aha, hier ist dann demzufolge. Aber wer hat denn hier unten irgendwas angelegt? Aha! Natur! Ach was. Jetzt sagt mir nicht, dass hier schon wieder keine Belohnung ist. Freunde. Aber cool. Also fast. Fast cool. Okay. Dann hätte ich mal eine Idee. Und zwar gehen wir jetzt zum Beschwörungsdämon. Hier kommen wir ja nicht raus, ne? Wir müssen erst hoch, genau. Wir müssen von da aus dann runterspringen. Da holen wir uns noch die letzten Feuerwarane und... Was wollten wir mal machen? Lester, genau. Lester suchen. Aber letztes Mal kam ich da nicht so richtig, Ja, ungefähr sowas gedacht. Ich fand es gar nicht schlecht. Also von der Sache her, das lief auf jeden Fall. So, wir sind frisch gestärkt, wie immer. Und werden uns jetzt diese verdammten kleinen Drecks-Warane vornehmen. Ach Gott, hier ist falsch. So, Licht kann wieder ausgehen, brauche ich nicht mehr. War nett, danke. Danke, danke. So, warte mal, wenn ich den jetzt hier anvisieren könnte, das wäre die Rettung. Nein, 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 nein.
endlich. Triff, triff. Das sind einer zu viel mindestens. Komm schon. Freunde. All planned. Haben wir sehr gut gemacht, muss ich sagen. Haben wir sehr, sehr gut gemacht. So, nochmal bitte speichern, weil das war echt cool. So, und von hier aus gucken wir mal, ob hier oben noch was ist. Wenn nicht, dann können wir doch eigentlich dann mal in eine ganz andere Richtung latschen. Aber mit hier Schnelligkeit, Propelligkeit, Alter. Ups. Ja, ich wollte das... Wir müssen quasi nach da und dann rechts. Oder eigentlich müssen wir genau geradeaus, glaube ich. Ah, guck mal, wie wir da ein bisschen hinkommen. Wir können oben über die Ruine laufen. Ich weiß nicht, ob das der schnellste Weg ist. Ich weiß nicht, ob wir schwimmen können und dann von da aus dann irgendwo hin, aber... Wie gesagt... I don't know. Hier müssen wir auf jeden Fall nicht lang. Ich glaube, wir sind gerade ein bisschen im Kreis gelaufen. Nur so minimal. Wenn es bergab geht, kann man, glaube ich, mit dem Springen mehr Zeit plus machen. Weil bergauf nicht. So, also wie gesagt, ich laufe, glaube ich, den Weg. Da wird schon da links haben wir angefangen. So, ich hoffe, Lester ist dann da noch in der Ruine. Ich meine, ich weiß nicht, wo er sonst sein soll. Das Einzige, was wir noch besorgen müssen, ist der Trollhauer. Scheiße, wir müssen noch... Oh, wo geht denn hier lang? Sag mal, wo sind wir denn hier? Wieder in der Höhle, wo kein Mensch drin ist. Hm, wir müssen nur eins hoch. Schlimm ist, dass wir uns immer noch nicht ins alte Lager teleportieren können. Das heißt, ich weiß nicht, ob wir jemals da mal hinkommen. Wäre mal schön. Wenn, das heißt ja trotzdem, dass wir... was ist denn hier los? Wir müssen ja zu den Trollen und wenn die im Norden sind... Boah, wird's eine Fahrt, du. Schaman hier oben brauchen wir eigentlich nicht zu sprechen. Nichts gegen ihn, aber brauchen wir eigentlich nicht. Deswegen sparen wir uns das. Also, wir sind auf einer Mission und die heißt Suche und finde Lester. Ich glaube im dritten Teil oder so sagt man irgendwie ständig so von mir, wo ist eigentlich Lester? Wo ist eigentlich Lester? Hat jemand Lester gesehen? Genau so fühle ich mich gerade. Wo ist der Wichser eigentlich? Zack. Für da oben muss ich jetzt nicht nochmal einen Schwingkletztrank einnehmen. Das können wir hier mit Akrobatik auch erlernen. Also eine super Fähigkeit, finde ich persönlich. Macht das ganze Spiel einfach spannender. So, also ich glaube, wenn er hier ist... Ups, nein. Dann ist er hinten in dieser komischen Stube da, die wir aufgemacht haben, in der Bibliothek. Bombe! Da ist er! Perfekt! Super! Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und... Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Wurde aber auch Zeit. Wie geht es nun weiter?
Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht, die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Was? Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Ja, Lester. So. Ich muss ganz kurz mal auf die Tote kacken. Wo wir sind. Guck mal, jetzt haben wir diese Karte ergänzt. Haben wir noch nicht raufgetut. Siehst du mal, können wir mal machen. Wo ist denn hier was im Südwesten? Ach, da ist diese Brücke, genau. Okay, wir müssen eigentlich, also eigentlich ist der beschissenste Punkt. Wir können uns ins Sumpflager teleportieren, damit sind wir ein bisschen nördlicher. Aber ach, das bringt nicht viel, um ehrlich zu sein. Wir können uns eigentlich ins nördliche Lager teleportieren. Aber bis wir da rausgelaufen sind, ey, ganz ehrlich, komm. Wir haben neue Geschwindigkeitstränke, oder? So, das kann jetzt ein bisschen dauern, Jungs. Also, und Mädels natürlich. Und wo geht's denn hier raus? Da. Ja, jetzt machen wir eine Witze. Kann echt ein bisschen dauern. Dumm. Jetzt scheißegal, wenn ich ein bisschen Schaden kriege. Disch. Werde ich die Ortlagerei durchnehmen, ne? Ja, ne, wir laufen hier lang. Tisch, also bringt's natürlich nichts. Also wie gesagt, das nimmt sich wahrscheinlich mit dem Sumpflacker nicht viel. Ja. Wir laufen jetzt also quasi bis zum alten Lager, an dem alten Lager vorbei. Und da, wo der ehemalige Troll war, da wo wir mit Diego quasi da in der Trollschlucht waren, wo diese Banditen auch waren. Räuber. Nicht Banditen, Räuber. Da laufen wir jetzt hin. Das Tor müsste ja eigentlich theoretisch frei sein. Wir kommen ja auch nicht mehr rein ins alte Lager, so wie ich es verstanden habe, weil die Tore ja jetzt zu sind. Ich meine, hier ist ja auch alle zu. Hier ist noch Dedo, der alte Sack. Ja. Oh ja. Ah, die Mutter. Hört ihr die? Typische Mutter, wenn ihr da wie das erste Mal ins alte Lager lauft. Oh, das waren Zeiten. Das ist eigentlich gar nicht so ewig her. Ja, weil das sieht einfach nicht so ewig dauert, um es durchzuspielen, aber... Jetzt können wir ein paar Tränke nehmen. Und dann können wir mal den nächsten... Hör da mal auf, Alter. Dieses Menü, Mann. Naja. So. Ich würde sagen, den Troll holen wir uns noch und dann machen wir das mit der Aufnahme dann. Dann... Ist das fertig? Und bauen uns dann in der nächsten das Ulumul quasi zusammen. Oh, ich schlucke auf die ganze Zeit. Milton ist auch noch da. Achso, wenn wir schon mal hier sind. Hallo. Okay. Wir sehen uns. Ich dachte, vielleicht können wir jetzt nochmal sowas sagen wie, wir sind jetzt komplett, haben jetzt allen Leuten Bescheid gesagt. Wie sieht's aus? Ein Handy will hier wieder was von mir. Ist nicht. So, wo haben wir denn hier dieses Golem in was Kleines verwandeln? Monster-Schrumpf oder was? Gut. Haben wir uns trotzdem noch einen Geschwindigkeitstrank rein. Und laufen da im Interface straight nach oben.
mit Monster-Schrumpfen in der Hand. Das sieht doch geil aus, Junge, oder nicht? Das sieht wirklich ziemlich fett aus, Mann. Ja, und bis auf die Ortstadt hatten wir dann schon alles jetzt. Jetzt haben wir auch die freie Mine mal gesehen. Also hier, es fehlt nur noch die Ortstadt. Dann haben wir's. Und natürlich den Tempel unter der Ortstadt. So, wenn es jetzt alles richtig war, was ich jetzt überlegt hatte, dann muss jetzt hier irgendwo so ein... Alter, ein richtig fetter Dicker treu sein. Oh, da müssen wir jetzt natürlich schnell genug... Nicht gut. Warum können wir eigentlich die Monster schrumpfen machen? So, haben wir echt nur Mana für den Scheiß? So, also wir versuchen es nochmal. So, Junge. Na, kleines Äffchen? Boom, Junge. Da haben wir die Trollhauer, also zwei Stück. Perfekt, damit haben wir's. Damit müssen wir jetzt eigentlich nur noch zurück. Und das machen wir in der nächsten Folge.